Er ist fertig. Du kannst jetzt kommen und den Escort abholen. Okay. Schauen wir nochmal. Er empfiehlt mir mein BMW. Stingray ist S1. Echt? Okay, der ist voll getuned. Ja, komm, ich fahre echt gern mit der BMW, muss ich sagen. Er fährt sich 1A eigentlich. Ich muss das sagen, so der S1, S2, so meine liebsten Klassen C. Nicht immer so geil. Schon. Wird das schon mal gut? Die Benutzername im Sesto. Auto, was der da hat. Ist das ein alter Ferrari? Oh, ah. Egal, das Rennen geht so ewig. Entweder ziehen sie mir irgendwann davon, auch schon passiert, oder ich krieg die Arschkanten noch. Das sieht doch, ja, ein alter Ferrari Tatsache. Komm, gib Gas, Kleiner. Das Renn-SUV. Habe ich ihn hinter mir? Hör her. Müh zu schnell gewesen in der Kurve. Ja, das war gar nicht so schlecht. Hochkonzentriert hier, sorry. Mehr oder weniger, ich meine, das Rennen geht echt ewig. Aber mit der S2-Klasse hier geht es doch, glaube ich, um Welten schneller als mit der A-Klasse.
Musste ich dann mal vergleichen, um wie viel schneller. Wir haben echt ewig gebraucht, ewig im Koop mit dem Aren. Das müsste jetzt... Ich meine, keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon drin bin. 32%, gell? Nicht mal 50. Nicht mal 50. Wenn man da recht früh das Feld verliert, ja, man könnte es aufholen, aber dann das Rennen am Ende zu wiederholen, macht auch keinen Spaß. Ich habe das Rennen mal vorher mit dem Sesto versucht. Nö. So geil der ist in den Kurven und alles, aber mit den 10er Autos, der Computer ist so viel schneller gefahren, die Kurven. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Keine Ahnung. Und da ist die Strecke ungeeignet für. Ich glaube, da müsste man ein anderes 10er Auto nehmen wie den Sesto. Weil in der Beschleunigung ist er doch nicht der Beste. Die sind mit dermaßen davongezogen ständig. Und selbst auf den schnellen Abschnitten mit Tempo 400 kam ich nicht an die Gegner ran. Und jetzt hier mit dem BMW S2. Oh. Easy peasy. Aber ich muss auch sagen, ich mache weniger Fahrfehler als vorher. Aber immer noch zuhauf. So. Ja. Mehr als genug Fahrfehler hier noch. Wie auch hier die, die in den Kurven abbremsen, wie stark man abbremsen kann, das ist einfach. So sehe ich die Kurven nicht gut genug ein. Und ständig auf die Karte gucken kann man einfach nicht. Das habe ich zumindest nicht. Und dann ist noch meine Fresse davor. Vor der Karte, weil ich doppelt nicht hingucke. Ja, auch der Abschnitt viel schöner mit dem BMW als im Sesto, muss ich sagen. Aber ich höre einen Gegner hin. Ah, der war jetzt nicht so schön. Ja, ich höre ihn, ich höre ihn. Ich höre dich, Arschpumpe, ich höre dich. Die Bande mit, komm. Mir gerade auch egal. So, jetzt aber. Da kommt nochmal eine scharf links. Aber wir müssen doch langsam auf den schnellen Abschnitt kommen, oder? Nee, noch nicht. Weil der schnelle Abschnitt für den BMW, glaube ich, gar nicht so gut ist. Der Höchstgeschwindigkeit, die der hat. In den Kurven hat es sich gar nicht so unwohl gefühlt. Oh, brems, 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 brems. Naja, wir sind immer noch voll im scharfen Abschnitt, verdammt. Colossus ist schon richtig, richtig kurvig. Um einiges kurviger wie der Goliath.
Der Goliath ist wirklich für die Hypercars gemacht. Goliath ist dann mehr gemütlicher. Boah, das hat viel mehr, finde ich, der Kolossus als der Goliath. Weil man doch sehr viele kurvige Abschnitte drin hat. Mehr technisch fahren muss. Ich höre dich schon wieder, Junge. Ich höre dich. Ja, ja, da bist du. Denkst du aber nicht ernsthaft, ich lass dich vorbei, oder? Langsam der schnelle Abschnitt. Das war jetzt zumindest mit dem B ist das hier ein Vollgasabschnitt bis jetzt. Ja, nicht ganz, nicht ganz. Ja, jetzt kommt der richtige Vollgasabschnitt. Ja, er fährt da halt nur 340. Ja, da haben wir dann vom Gas müssen. Und da dann doch wieder bremsen. Aber 77%. Go, go. Nein, hier ist ganz vorbei. Jetzt ab Richtung Vulkan, glaube ich. Uah, das war ja ein Mist. Also ich glaube, man muss fast weniger bremsen als mit der A-Klasse. Die Autos kleben so viel mehr auf der Straße in der S2. Nicht so scharf wie gedacht, der Kuh. Warum? Vaya, vaya con Dios. Ciao Leute. Mühe mehr bremsen. Da ein Mühe weniger bremsen. Da dafür wieder richtig in die Eisen. Oh,
Mal mit Vollgas durch, trotz Anzeigerot. Tatsache geschafft. Ich habe keine Ahnung, wie lange das jetzt gedauert hat. Aber geschafft. 14:14. Ja, glaubte. Andere sind mal in 10 Minuten gefahren. Und den in 15 mit dem S2. Boah. Ich glaube 20. Girls hier im Betastic, Benutzername, das. Da fehlt noch einer. Wuhu, Witterung geschafft. Ja, die gibt natürlich ordentliche P, die Strecke hier. So, jetzt noch was Gescheites. Ne, Chiron wäre schön gewesen, aber habe ich ja schon. Oh mein Gott. In dem Sinn. Ihr seht schon. Müde. Ich wünsche euch. Ciao zusammen.